Die Familienakademie gibt es seit fast 20 Jahren als Fachbereich der Kinderfreunde Steiermark und sie führt Projekte und Bildungsmaßnahmen für Kind, Jugend und Familie durch. Die Hauptaufgabengebiete sind Lehrgänge, Elternbildung und Elternbegleitung, einzelne Maßnahmen wie zum Beispiel Babysitterinnenschulung oder ähnliche Maßnahmen und Eltern-Kind-Zentren. Inhalte des Elternbildungslehrganges sind Beziehungsthemen, Familienarbeit, Familienwandel, geschichtliche Aspekte der Familie bzw. aktuelle Themen, Gesundheitsförderung bzw. Gesundheitsaktivitäten. Der Babysitterinnenkurs richtet sich altersübergreifend an Männer und Frauen von 16 aufwärts, das heißt sowohl junge als auch ältere Personen. Es werden verschiedene Inhalte vermittelt, von rechtlichen, von entwicklungspsychologischen oder auch Erste-Hilfe-Maßnahmen. Es werden Fragen beantwortet, was mache ich, wenn ein Kind nicht durchschläft, was mache ich, wenn das Kind nicht einschläft, bis hin, was mache ich bei einem Bienenstich. Diese Babysitterkurse finden punktuell einmal im Monat statt, wo es darum geht, auch auf die vom Gesetz her auf diese steuerliche Absetzbarkeit Rücksicht zu nehmen. Sehr grundlegende Basiswissen, das da vermittelt wird. Das Zentrum für Gesundheitsförderung führt verschiedene Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung durch. Wir wenden uns vor allem auch an Kindergärten und Schulen und haben attraktive und interessante Projekte, zum Beispiel unter dem Motto von klein auf gesund groß werden, mit dem Kasperl, mit Clowns und ähnlichen Kindern Prävention und Gesundheit schmackhaft zu machen. Wichtig ist uns, dass Kindern spielerisch und mit viel Spaß wichtige Inhalte im Bereich der Gesundheit vermittelt werden.